Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute mal die Movement Continuous Theorie von Cod et al. An. Die Literatur findest du wie immer unten verlinkt. Ich beziehe mich hierbei natürlich auf die Originalquelle von Cod et al. Von 1995 bzw. 2007, aber auch auf einen Text von Robert Richter und Ina Thierfelder aus dem Buch von Heidi Höppner und Robert Richter. Theorien in der Physiotherapie war das, glaube ich, verlinke ich aber wie gesagt unten. Keine Affiliate-Links, also gerne einfach mal reinschauen. Schauen wir also. Wenn man sich die Movement-Continue-Theorie anschaut, gerade für die Physiotherapie, am Ende ist sie nur für die Physiotherapie, stellt man eigentlich fest, dass es hier auch eine Kritik an den medizinischen Fächern in der Physiotherapie gibt. Die Grundlagen stellen sich wie folgt dar. Wenn wir uns erst einmal anschauen, was die Theorie eigentlich bedeutet, geht es darum, eine Grundlage für die professionelle Qualifizierung von PhysiotherapeutInnen in ja, dem nationalen, aber auch in dem internationalen Kontext zu erreichen. Das heißt also sowohl die Bedeutung für das eigene Land, aber auch für die Bedeutung international im Austausch ist es essentiell, dass es dort im Prinzip eine ähnliche oder gleiche Ansicht zu gibt. Das heißt, wir gehen einmal in die Integration der Bezugswissenschaften, also das, was auch durchaus als Kritik gesehen werden kann. Bezugswissenschaften ist dann halt zum Beispiel Medizin, aber auch der Sport oder Sportwissenschaften. Es geht um die Vollakademisierung und hier meint im Prinzip das ganz klar ein Studium bis zum PhD oder bis zum Doktor mit entsprechenden Studiengängen an Universitäten, Fachhochschulen und auch Hochschulen. Und damit letztendlich auch einen eigenen Forschungskorpus. Das ist essentiell in dem Kontext. Es geht um die erweiterte Kompetenzzuschreibung für die Praxis. Und auch wenn ich immer oder wenn hier gerade von Vollakademisierung gesprochen wird, heißt es das nicht, dass die Leute, die dort ausgebildet werden, für die Universität oder die Hochschule oder die Fachhochschule ausgebildet werden. Sie werden für die Praxis ausgebildet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Kompetenzzuschreibung muss doppelt gesehen werden. Professorin Höppner hatte das mal so schön formuliert, dass letztendlich Kompetenzen doppelt betrachtet werden können. Einmal im Sinne von, das kann ich und das darf ich. Und die erweiterten Kompetenzzuschreibungen meinen hier auch beide Begriffe. Das eine, ich habe einen, zum Beispiel direkten Zugang zum Patienten, zur Patientin. Und gleichzeitig bin ich in der Lage, diesen auch auszufüllen und auch zu gewährleisten, dass dort sauber gearbeitet wird. Und das führt, das ist jedenfalls die Tendenz, zu einer Aufwertung des Berufes Physiotherapie im gesellschaftlich-sozialen Kontext. Warum ist das so zu formulieren? Das liegt einfach daran, wenn wir uns den angloamerikanischen Raum anschauen, dann finden wir dort genau das. Mit einer Vollakademisierung, zum Beispiel in den Niederlanden, mit einer Erweiterung der Kompetenzen, mit einem Direct Access zum Beispiel, haben wir auch einen anderen sozialen Stellenwert des Berufs in der Gesellschaft. Die grundsätzliche Frage, die sich daran aber anschließt, und das ist etwas, was essentiell ist und überhaupt noch nicht geklärt, in keinem eigenen Land oder in keinem Land wirklich abschließend geklärt und auch immer noch diskutiert wird und wahrscheinlich auch ewig diskutiert wird, ist letztendlich die Frage, was ist denn eigentlich eine gute physiotherapeutische Praxis? Wonach sollte ich mich, wenn ich in der Praxis therapiere oder arbeite, und wonach sollte ich auch die Praxis an sich reflektieren? Genauso, wenn ich jetzt Curricula oder Lehrinhalte oder so festlege, ne, Curricula übergeordnet, Lehrinhalte dann speziell für eine Lehre. Wie wähle ich denn diese neuen Inhalte aus? Und wie erweitere ich vielleicht bestehende oder wie reduziere ich bestehende? Also ist es sinnvoll, wie jetzt immer noch, also Stand 2020, immer noch meinetwegen Hydrotherapie im kleinsten Teil oder Elektrotherapie im kleinsten Teil zu unterrichten? Ja, das, oder Massagetherapie, stelle ich jetzt einfach mal ganz stark in Frage. Und genau das ist im Prinzip der Kern dieser Diskussion, die da auch geführt wird. Und weitergedacht ist dann im Prinzip eine Vision für die Physiotherapie, sowohl in der Praxis als auch in der Lehre. Das heißt, das ist ja auch der Kern. Wenn ich Lehre gestalte, muss ich natürlich auch mir bewusst machen, dass ich damit auch in gewisser Weise die Praxis beeinflusse zukünftig. Ja, wenn ich zum Beispiel den diagnostischen Prozess anpasse, bestimmte andere Elemente mit reinnehme, wie zum Beispiel die ICF, dann ist es natürlich normal, dass sich damit auch langfristig die Praxis verändert. Und das muss letztendlich auch betrachtet werden, es muss abgeschätzt werden, es muss auch kritisch hinterfragt werden und dann auch die Frage gestellt werden, wie will ich das Ganze denn zukünftig gestalten?
Und die hatten Caudette Orr, nicht 2000, sondern 1995 schon was geschrieben und meinen letztendlich, dass genau das zentrale Fragen sind, die gestellt werden müssen. Und in dieser Publikation, die dann auch 2007 nochmal weiterentwickelt wurde, ging es im Prinzip darum, dass wir in der Physiotherapie ganz stark eine Wissensübernahme aus anderen Professionen haben. Ja, zum Beispiel aus der Medizin mit ihrem Anteil der Anatomie, aber auch letztendlich Humanbiologie mit ihrer Physiologie. Wir gehen aber auch in die Krankheitslehren, also die ganzen speziellen Pathologien hinein, wo dann im Prinzip Krankheitsabläufe pathophysiologisch betrachtet werden. Und die große Frage ist halt, ob das überhaupt relevant ist für die Physiotherapie, dass ich weiß, wie, weiß ich, eine Arthrose physiologisch, pathophysiologisch, anatomisch sich darstellt. Ja, also ich will es jetzt hier nicht sagen, dass es Quatsch ist, aber es ist grundsätzlich erstmal zu hinterfragen und kritisch zu betrachten. Und am Ende, und das ist die Schlussfolgerung, die Cut et al. Dort letztendlich ziehen, ist, dass es einen ganz großen Bedarf nach eigenem Wissen und nach eigener Einordnung in das eigene Feld gibt. Das heißt, ich muss alles, was man von außen auch in die Physiotherapie reinbringt, kritisch reflektieren, kritisch hinterfragen. Und hier geht es im Prinzip darum, dass eben die eigene theoretische Verortung letztendlich verhindert wird, wenn ich das nicht tue. Ja, ohne die eigene Entwicklung. Und das beschreiben sie eigentlich ganz deutlich in diesem Zitat, ja, Incorporates relevant information from other science and disciplines. Das ist letztendlich ja, Standard, würde ich fast sagen. Ja, jede Profession bedient sich anderer Professionen. Aber das ist gleichzeitig auch, ne, wie sie es beschrieben, die Gefahr, the weakness, um letztendlich damit umzugehen. Die Physiotherapie steht also vor einer Herausforderung bezogen auf die Akademisierung und auch auf die Professionalisierung. Ja, und da gibt es verschiedene Definitionen im soziologischen Kontext, kann ich gerne mal darauf eingehen. Gibt es aber auch andere gute Videos auf YouTube zum Thema Professionalisierung. Und diese Professionalisierung und Akademisierung ist im internationalen Kontext zu betrachten, nicht nur im nationalen Kontext. Ja, wir sind in einem Bildungsraum, der durchaus international gedacht werden muss, durch eben Austauschmöglichkeiten, durch freien Personenverkehr und so weiter. Also gerade wenn ich wenigstens transnational denke für die EU, aber eigentlich international ist es ja für mich auch vollkommen möglich, dann meinetwegen in die USA zu gehen oder nach Kanada zu gehen oder nach Neuseeland oder was auch immer und dort Physiotherapie zu praktizieren. Allerdings brauche ich die Voraussetzung dafür. Die Notwendigkeit dieses reflexiven Rahmens, was dieses Modell, was diese Theorie betrifft, bezieht sich letztendlich auf Modelle und Konzepte, die auf ihre Anschlussfähigkeit hinterfragt werden müssen. Und grundlegende, genauso wie umfassende Aussagen zum Wesen der Physiotherapie sind letztendlich, wie soll ich sagen, nicht so einfach zu machen, aber genauso wichtig und auch ratsam durchzuführen, einfach um eine Abgrenzung von anderen Berufsprofessionen, also gerade bezogen auf den Bewegungskontext, zu haben. Das mag meinetwegen die Ergotherapie sein, das könnten aber auch die Sporttherapeuten sein, Rehabilitationstherapeuten, Therapeutinnen, gegebenenfalls sogar LogopädInnen und Sprachtherapeutinnen, wenn es halt um Bewegung im Kiefer-Gaumenbereich geht. Wenn ich mir die Theorie genauer anschaue, und das ist jetzt das nächste, worum es geht, dann, wie gesagt, spreche ich von der Movement Continuum Theorie nach Caudette Orr von 2007, beziehungsweise eigentlich 1995, dann im Prinzip 2007 überarbeitet. Und der Gedanke von Caudette Orr in der Theorie ist es, eine multidimensionale Bewegungstheorie zu schaffen, ein multidimensionales Bewegungskontinuum von Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit. Und die Lebenswirklichkeit umfasst letztendlich alles, da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein. Das heißt, wir gehen von der Molekularebene bis zur gesellschaftlichen Ebene, also großmöglich, vom kleinstmöglichen zum größtmöglichen Bereich. Und insgesamt beschreiben sie letztendlich 9 einzelne Bewegungsebenen, die einmal 3 allgemeine Prinzipien, 5 physiotherapeutische Prinzipien und ein übergeordnetes Prinzip letztendlich entwickeln lassen, sozusagen. Dass die Theorie letztendlich 9 Bereiche abbildet, stellt sich hier ganz gut dar. Wir haben hier, wie gesagt, diese multidimensionale Betrachtung von Bewegung. Und was ihr hier seht, ist letztendlich ein Kontinuum von Movement auf Mikroebene bis zur Makroebene.
Und wir haben hier einmal den molekularen und subzellularen oder subzellulären und zellulären Bereich. Wir haben hier auch Bereiche, Organsysteme, Körperabschnitte. Wir haben hier den Körper an sich bezogen auf der Person in ihrer Umwelt, aber auch in ihrer, also der Person in der Gesellschaft. Und ganz wichtig, und das ist so ein bisschen, was ihr vielleicht auch aus der ICF schon kennengelernt habt, wir haben letztendlich einen externen Faktor, wir haben interne Faktoren und wir haben individuelle bezogene oder auch umgebungsbezogene Faktoren oder Teile sozusagen, Interfaces, die dann auf die Person wirken. Und ähnlich wie wir es bei zum Beispiel der Gender-Debatte haben oder bei auch Sexualdebatte bezogen auf sexuelle Präferenzen, haben wir hier ein Kontinuum. Ja, wobei bei Sexualdebatte ist nicht ganz sicher, aber bei der Gender-Debatte wird das ja gerne genutzt, dass wir eben kein binäres System haben, sondern ein Kontinuum. Ja, wobei, ob das richtig ist, ich weiß es nicht, guck lieber nochmal nach. Auf jeden Fall haben wir hier letztendlich ein Kontinuum, dass wir zwischen allen Bereichen wandern können und alle Bereiche relevant sind für das Bewegen der Person. Also die Person an sich bewegt sich in diesem Kontext letztendlich vollkommen frei und wandelt zwischen den einzelnen Abteilen hin und her. Wir gehen jetzt auch auf die einzelnen Prinzipien ein und die Prinzipien an sich, wie gesagt, sind 9 Stück und unterteilen sich eben in allgemeine Prinzipien. Einmal: Bewegung ist für die menschliche Natur unverzichtbar. Und Bewegung meint, und da sind wir wieder bei dieser Übersicht, die ich gerade kurz gezeigt habe, bei der Abbildung, meint letztendlich in allen Bereichen, im molekularen Bereich bis hin zum sozialen, gesellschaftlichen Bereich. Bewegung vollzieht sich innerhalb eines Kontinuums von der kleinsten Ebene, wie Ihnen schon gesagt, bis eben zur Ebene der Gesellschaft. Und physiologische, psychologische, soziale, lebensumweltbezogene Faktoren beeinflussen am Ende die Bewegungsebenen, alle einzelnen Bewegungsebenen. Die physiotherapeutischen Prinzipien sind einmal oder zuerst zu nennen, dass die Bewegungsebenen sich in Abhängigkeit zueinander befinden. Also die zelluläre ist mit der organischen und die organische mit der Person im sozialen Bereich letztendlich verschaltet, also sie gehören alle miteinander zusammen. Und jede Ebene des Kontinuums verfügt über ein maximal erreichbares Bewegungspotenzial, was hier als MAMP bezeichnet wird, welches von diesen maximal erreichbaren Potenzialen anderer Ebenen sowie von physiologischen, sozialen, psychologischen und umweltbezogenen Faktoren beeinflusst wird. MAMP ist natürlich jetzt nicht diese Abkürzung maximal erreichbares Bewegungspotenzial, sondern wir sprechen hier von Maximum Achievable Movement Potential. Und das heißt letztendlich, ja, das, was der Patient, die Patientin, die Menschen an sich maximal erreichen können. Das ist das eine, dieses maximal Erreichbare wird in der Regel nicht ausgeschöpft. Oder die wenigsten Menschen schöpfen das aus. Deswegen gibt es noch 2 weitere. Innerhalb dieser Betrachtungsgrenze, ja, gerade als obere Betrachtungsgrenze, verfügt jeder Mensch über ein bevorzugtes Bewegungspotenzial, das ist PMC, und einen aktuell verfügbaren Bewegungsbereich oder Bewegungsfähigkeit, das ist CMC, welches normalerweise, also beide sind normalerweise gleich oder ähnlich auf jeden Fall. Ne? PMC und CMC sind relativ gleich. Pathologische und entwicklungsbedingte Faktoren haben das Potenzial, dass sich sowohl dieses maximale Bewegungspotenzial, aber auch das bevorzugte und auch das aktuell verfügbare Bewegungspotenzial verändert. Und diese Veränderung wird dann als Differenz bezeichnet und das kann im Prinzip dann auch zu Störungen oder zu Einschränkungen in der Bewegung führen. Um nochmal CMC und PMC einen Begriff zu geben, wir haben hier PMC Preferred Movement Capability, Entschuldigung, genau. Und CMC ist Current Movement Capability. Und das nur quasi hier übersetzt, einmal in der Betrachtung. Das heißt, wir haben ganz oben, na, ich zeige es ja auch nochmal als Bild, wir haben ganz oben das MAMP, also das maximale erreichbare Bewegungspotenzial, ne, von Geburt bis zum Ableben. Hier nimmt es zu und dann nimmt es eher wieder ab. Und das Preferred und das Current, also das bevorzugte und das aktuelle Bewegungspotenzial sind
Also die sind relativ ähnlich. Ja, Sie seht das hier, sind relativ gleich zueinander. Das heißt also, dieses ja, also das Maximale ist immer so ein bisschen drüber. Das ist so ein, könnte man sagen, also ein Toleranzbereich, in dem man auch mal über, wo man auch mal überschießen kann. Also das ist quasi das, was ich maximal erreichen kann. Und beides ist, also CMC und PMC ist relativ ähnlich. Das ist das Optimale. Ne? Wir gehen hier von ja, einem Menschen aus, der sich niemals verletzt oder niemals in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Ja? Natürlich erleben wir alle irgendwie mal Einschränkungen, Krankheiten, vielleicht auch Behinderungen und so weiter. Und das sieht dann im Prinzip folgendermaßen aus. Wir haben hier zum Beispiel einen Zustand am Anfang, Zustand am Ende. Wir haben hier eine Störung des Bewegungspotenzials. Hier haben wir einen Zustand nach der Therapie, optimalerweise nach der Therapie. Und ihr seht, dass das maximale Bewegungspotenzial stark einbricht. Ihr seht aber auch, dass das bevorzugte und das aktuelle Bewegungspotenzial, Bewegungsverhalten stark einbricht. Und hier erleben wir eine Differenz, eine sehr große Differenz zwischen dem möglichen und zwischen dem aktuellen Bewegungsverhalten, wenn man es so nennen möchte. Ja, das ist gerade im Rahmen von Bewegungspotenzialen, das ist eigentlich dann zu sehen. Und diese Gap, also diese Differenz, wird versucht wieder anzugleichen im Rahmen der Therapie, sodass wir am Ende eigentlich wieder hier bei einem ja, optimalen Bewegungspotenzial stehen. Das ist im Prinzip der Gedanke hinter dieser Movement Continuum Theorie bezogen auf die zwei physiotherapeutischen Prinzipien, die ich gerade kurz vorgestellt habe, beziehungsweise die vier. Zwei weitere physiotherapeutische Prinzipien sind folgendermaßen: Das Ziel der Physiotherapie ist es, das Potenzial für eine Differenz und/oder eine existierende Differenz zu vermindern oder zu minimieren. Heißt also, dass unser Ziel letztendlich Prävention und Rehabilitation von Bewegungsfähigkeit bedeutet oder Bewegungspotenzial. Und das allgemeine Ziel bzw. das übergeordnete Prinzip, das die Praxis der Physiotherapie integriert, oder versucht, therapeutische Bewegung zu integrieren, das Einbringen der eigenen Person integriert, aber auch Bildung und Schulung sowie Technologie für die Anpassung der Umwelt nicht, und Technologie sowie die Anpassung der Umwelt letztendlich versucht darzustellen, beziehungsweise dann auch zu gewährleisten. Das ist so ein allgemeines Prinzip der Physiotherapie. Auch hier nochmal das passende Zitat und hier letztendlich die Ableitung. Ne? Also wir haben letztendlich immer Differenzen zwischen PMC und CMC, wenn es im Krankheitskontext, wenn es um den Krankheitskontext geht. Die Diskussion und die Kritik ist tatsächlich ganz spannend, weil natürlich wurde darauf geantwortet, natürlich wurde das auch kritisiert und natürlich wurde auch darüber auch diskutiert. Deswegen gab es halt auch eine Anpassung 2007. Und die Diskussion stellt sich in verschiedenen Punkten dar. Einmal gibt es hier oder das ist eine Kritik oder ein Diskussionspunkt, umfassende und physiotherapeutische Orientierung für den Bewegungsbegriff, der eigentlich gar nicht klar ist oder der eigentlich noch zu klären ist, bezogen auf Physiotherapie. Und die Bewegung als Kontinuum braucht letztendlich eine holistische Sicht, also eine umfassendere Sicht, wenn ich in Bewegung in diesem wechselseitigen Beeinflussungs Bereich sehen möchte. Wenn ich Bewegung als Kontinuum betrachte, wie ich es eben hier na, schon mal kurz dargestellt habe, in diesen einzelnen Ebenen, die alle zusammenhängen, brauche ich eine holistische Sicht, um das überhaupt so denken zu können. Und das widerspricht so ein bisschen dem aktuellen medizinischen oder biomedizinischen Ansatz, krankheitsbezogen, beschwerdebezogen, ausschließlich auf Struktur- und Funktionsebene zu denken. Neben der Dysfunktion ist letztendlich auch die Prävention und die Kuration im Blick. Und das ist etwas, was wenige Theorien versuchen mit zu integrieren und dort auch dann wirklich Erfolg haben dabei. Weitere Punkte sind, dass die Inklusion von Theorien mittlerer Reichweite dadurch möglich ist. Und das ist eher ein positiver Effekt. Ja, also Diskussion muss hier letztendlich nicht unbedingt negativ zu sehen sein. Genauso wie der Bezug zur Physiotherapie in jeder Handlungssituation herstellbar ist. Und das ist auch etwas, was wenige Theorien schaffen in dem Kontext. Der theoretische Rahmen für Qualifikation, Forschung und Entwicklung ist damit auch gelegt. Und das Gute ist, wir haben hier
eine übergeordnete Beschreibung von Physiotherapie, die daraus auch weiterentwickelt werden kann. Das heißt, wir haben nicht nur einmal einen Ansatz für den Bildungskontext, sondern auch für den visionären Kontext bezogen auf Forschung und Entwicklung. Natürlich gab es auch Kritik an dem Ganzen. Und die Movement Continuum Theorie hat, das ist vielleicht auch aufgefallen, einen starken Fokus auf die Therapeutinnen. Was aber wenig berücksichtigt wird, sind die Klientinnen und Klienten, also Patientinnen und Patienten, die dort letztendlich kaum bzw. gar nicht wirklich Beachtung finden. Es gab auch kaum Forderungen nach evidenzbasierter Therapie oder auch nach Messungen des therapeutischen Outcomes, also wie effektiv ist eine Therapie. Und das hat dann am Ende auch zu dieser Weiterentwicklung 2007 geführt und auch zu dem aktuellen Stand, den wir dann auch haben 2007. Danach kam jetzt nichts mehr. Anmerken muss ich dazu nämlich, dass sowohl ICF, Clinical Reasoning, auch Evidence-Based Practice durchaus anschlussfähig sind, wenn ich das als Theorie denke, also Movement Continuum Theorie denke und versuche dort dann im Prinzip Ansatzpunkte zu finden. ICF finde ich als Continuum sehr, sehr schön. Auf Strukturebene, ne, molekular, submolekular, zellular kann ich kleinstmäßig denken, aber ich kann auch Umwelt- und Partizipationsfaktoren mit berücksichtigen, bezogen auf die Person in der Umwelt, die Person in der Gesellschaft. Und ich habe letztendlich neben den Umweltfaktoren auch noch die personenbezogenen Faktoren, die auch berücksichtigt werden, sogar eigentlich noch erweitert werden durch individuelle Aspekte. Das klientinnenzentrierte Vorgehen ist durchaus möglich. Ich persönlich würde auch sagen, dass der Blick nach innen nicht den Blick nach außen verhindert und verstellt, sondern eher eine höhere Kritikfähigkeit, eine höhere Reflexionsfähigkeit ermöglicht. Ich muss es aber anwenden und das ist eigentlich die Herausforderung dabei. Genauso ist festzustellen, dass Dokumentations- und Evaluationsvorgaben durchaus Messungen und Bewertungen therapeutischer Outcomes ermöglichen. Allerdings, und das muss man auch feststellen, haben wir hier noch eine deutliche Forschungslücke. Wir orientieren uns sehr, sehr stark an den biomedizinischen Ansätzen bzw. pharmakologischen Ansätzen, was die Forschung betrifft, und sind durchaus auch in der Pflicht, wenn wir uns als eigene Professoren etablieren wollen, andere und vielleicht auch eigene Forschungsansätze zu finden, um eben unsere Therapie besser und effektiver sozusagen ja, zu reflektieren und auch nachzuweisen, wie ihre Wirkung ist. Und das fehlt bis heute zum großen Teil. Ja, das muss weiterentwickelt werden. Dafür braucht es eben auch eine Akademisierung. Nach der Überarbeitung 2007 muss man auch noch Kritik weiter üben. Und eine Kritik, die dort genannt wurde, ist nämlich, dass Klientenentwicklung eben nicht als Kontinuum zu sehen ist. Ja, wir haben letztendlich keine Hin- und Her-Entwicklung, sondern wir haben eigentlich ein Fortentwickeln bezogen auf die Biografie. Und betrachten eher den Ist-Zustand, wenn wir in der Therapie sind. Das heißt, wie kommen Patientinnen und Patienten zu uns, Klientinnen und Klienten, und welche Bedürfnisse haben sie in diesem Moment, um perspektivisch wieder alte Bedürfnisse, also alte preferred, also bevorzugte Bewegungsmuster sozusagen, wieder durchzuführen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es wenig Zugangsmöglichkeiten zur Psyche, zur Emotionalität, aber auch zum Sozialverhalten von Klientinnen und Klienten gibt. Hier bedarf es definitiv noch weiterer Forschung, auch weiterer Integrierung in das Thema Bewegung, gerade was Psyche und Emotionalität betrifft. Und wenn ich Bewegung denke, muss ich letztendlich auch Lokomotion oder eben Bewegung im gesellschaftlichen Kontext denken, weil Bewegung ja nicht nur die Körperbewegung meint, sondern auch die Bewegung innerhalb sozialer Systeme. Das versucht diese Theorie eigentlich gar nicht, beziehungsweise ist vielleicht auch legitim, dass sie das nicht versucht. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse mitnehmen, hast ein paar neue Gedanken bekommen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleib gesund.